Bevor ich in den Teil 2 des Vaterunsers einsteige, würde ich gerne einfach den ersten Teil mit euch mal rekapitulieren, nochmal in Erinnerung rufen für diejenigen, die vielleicht nicht da waren oder keine Gelegenheiten hatten, das anzuschauen. Und auch für diejenigen, die da waren und wieder das meiste vergessen haben, weil das allzu menschlich ist. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen zusammenlegen und einige mal sagen, was sie noch wissen, dann kriegen wir das wahrscheinlich ziemlich gut zusammen. Deswegen traut euch mal, womit ging es letzte Woche los? Redet es einfach laut rein. Ich wiederhole es nochmal übers Mikro. Der Gigi weiß noch den Gebetsschall, den muss ich gleich aufsetzen. Und wozu ist der gut? Zum Festhalten, ne? Also man hält ja diese Knoten an den Enden fest, ja, die heißen Zitzit bei den Juden. 4 Knoten sind da drin für die 4 Buchstaben des Namens Gottes im Alten Testament. Ja, das ist die jüdische Gebetshaltung. So ähnlich muss das auch ausgesehen haben, wenn Jesus gebetet hat. Weiß jemand noch was? Das 18-Bitten-Gebet meinst du, ja? Das ist eines der jüdischen Hauptgebete im jüdischen Gottesdienst. Das ist ziemlich lang, aber es hat ein paar schöne Parallelen zum Vaterunser. Bitte? Das Kaddisch hat auch Parallelen. Genau, das Kaddisch hat noch viel stärkere. Das ist ein kurzes Heiligungsgebet. Ja, das geht teilweise wörtlich parallel mit dem Vaterunser und ist auch sehr alt. Noch mehr? Ja, auch im Alten Testament war Gott schon der Vater. Ja, und deswegen beten die Juden auch tatsächlich den Vater an. Ihr wisst noch mehr. Die Bibel Jesu, genau. Die Bibel Jesu ist das, was für uns das Alte Testament ist. Und das Neue Testament war noch nicht geschrieben. Ja, wenn Jesus also aus seiner Bibel betet, betet er aus dem, was für uns das Alte Testament ist. Super. Noch mehr? Muss lauter sein. Genau. Ja. Also das Reich Gottes kehrt die bestehenden bösen Verhältnisse um. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir ein Umkehrgebet und wir kehren auch mit um. Das finde ich besonders cool. Ja, vielleicht reicht es mal für den Moment. Wir beten ja das Vaterunser meistens so als Abschluss einer Gebetszeit, zum Beispiel als Abschluss eines Gottesdienstes. Man kann das aber auch zum Einstieg beten und ich finde es tatsächlich besonders cool, denn das Vaterunser öffnet sehr stark. Ja, allein indem wir beten, dein Reich komme und uns da von unseren Vorstellungen des Reiches Gottes verabschieden, beten wir um das große Reich Gottes. Wir beten unseren großen Vater im Himmel an. Wir beten, geheiligt werde dein unaussprechlicher Name. Diese Dinge. Und deswegen würde ich gerne mit euch mal das Vaterunser einfach mal zum Einstieg beten, bevor ich darüber rede. Ja, also wenn ihr wollt, steht doch bitte dazu auf. Das ist eine coole Sitte, zum Vater unser beten aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir beten weiter, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit geht der Teil 2 jetzt weiter. Und ich mache das im Grunde genauso wie letzte Woche. Wir versetzen uns in die Zeit Jesu, wir versetzen uns ins Denken Jesu, in die Gebete Jesu und sehen also an, was die Bibel Jesu dazu sagt, eben unser Altes Testament. Und zur Zeit Jesu gehören aber auch die jüdischen Gebete und deswegen blicken wir auch da rein, denn das Vaterunser ist eingebettet in die jüdische Gebetstradition aus der Zeit Jesu, die im Grunde ganz ähnlich war wie heute die jüdischen Gebete. Wir fangen also an mit dem Alten Testament. Was sagt es zum unser tägliches Brot gib uns heute?
Und da bin ich mir ganz sicher, als die Jünger Jesu das gehört haben, haben sie an ein Ding gedacht, an eine Geschichte, nämlich an das Brot vom Himmel, an das Manna aus 2. Mose 16. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Also Brot für den täglichen Bedarf, und praktischerweise kam das bei denen vom Himmel. Also wer die Geschichte kennt aus 2. Mose 16, da fehlt tatsächlich jeden Tag Brot vom Himmel und die mussten einfach rausgehen und das einsammeln. Ja, ich finde es super praktisch, das ist ein bisschen eine Vision für meine tägliche Arbeit, einfach rausgehen und einsammeln. Das klingt nicht schwer, okay, ein bisschen schwerer ist es meistens doch, ja. Aber als Vision finde ich es zumindest mal hilfreich. Arbeit fühlt sich gleich viel leichter an. Aber es kommt noch was hinterher, nämlich dieses: Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Was für eine Prüfung denn bitte? Da müsste man jetzt die ganze Geschichte zu Ende lesen. Ja, die Israeliten sind also täglich rausgegangen und haben Brot eingesammelt. Und dann ist im Grunde von zwei Prüfungen die Rede, hier in 2. Mose 16. Das erste ist: Es sammeln nicht alle gleich viel. Ja, manche haben eine riesen Schüssel voll und andere nicht so viel, warum auch immer. Ja. Und dann heißt es einfach teilen. Genauso wie wir hier beten: Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich bete nicht für mein tägliches Brot, gib mir, sondern uns. Indem ich das uns bete, bin ich schon Teil dieser Teilen-Gemeinschaft. Und das ist die erste Prüfung. Kriegt ihr das hin mit dem Teilen? Ist ja eigentlich nicht schwer. Dass diejenigen, die wenig haben, doch am Schluss auch genug haben. Und der zweite Teil der Prüfung, um den es ja auch in 2. Mose 16 geht, kann man nachlesen in diesem Kapitel, ist: Es gab 6 Tage lang Brot vom Himmel. Am 6. Tag gab es doppelt so viel und am 7. Tag gab es nichts. Ja, das heißt, am 7. Tag rausgehen bringt es nichts, weil da findest du nichts, sondern du sollst einfach den Feiertag halten. Der Feiertag ist zum Feiern da und das ist auch nicht schlimm, denn am 6. Tag gab es doppelt so viel. Das reicht bequem noch für den 7. Tag. Das ist der zweite Teil der Prüfung, die hier in 2. Mose 16 erzählt wird. Ja, Gott findet es ziemlich uncool, dass da welche am Feiertag rausgegangen sind, nur um nichts zu finden. Also, die Prüfung: Teilen und feiern. Ja, das sind die zwei Dinge, die ich hier vor Augen habe beim Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich gebe zu, dass meine tägliche Arbeit manchmal noch mehr Prüfungen für mich bereit hat. Ja, deine bestimmt auch. Aber hier in der Bibel gibt es halt genauso diese zwei. Gucken wir noch in die jüdische Gebetstradition. Bei der ersten Hälfte des Vaterunser gibt es da Parallelen, die sind fast wörtlich. Das funktioniert jetzt hier beim täglichen Brot nicht ganz so glatt. Im 18-Gebitten-Gebet heißt es zum Beispiel: Segne uns, ewiger unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten. Also sie beten um den Ertrag, um den Ernteertrag. Und aus dem Kiddusch, das ist ein Tischgebet am Schabbat: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, der du das Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Ja, also das Brot wächst jetzt nicht in der Erde, aber seine Zutaten. Und der Beter hat hier also im Blick, dass es ein Geschenk ist, dass Gott Getreide und andere Dinge wachsen lässt, und bedankt sich einfach herzlich dafür. Wenn ich ein Tischgebet halte und für mein tägliches Essen danke, dann ist es bei mir meistens ganz einfach. Ich sage meistens einfach: Danke, Vater. Ja, und ich hatte das mal als junger Christ, da saß ich vor meinem Mittagessen, hatte einen einigermaßen produktiven Vormittag hinter mir, war eigentlich ganz zufrieden, habe meinem Gott fürs Essen gedankt und hatte so das Gefühl, als ob Gott antwortet: Wolfram, dieses kleine Dankgebet heute ist das Coolste, was du bisher gemacht hast, und das Wertvollste, was du bisher gemacht hast. Und das ist mir seitdem sehr lebendig, deswegen bete ich das total gern. Und dann geht es im Vater unser weiter mit dem: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist erstmal ein bisschen ein Themenwechsel. Ja, weg vom Essen hin zur Vergebung. Aber vielleicht ist es gar kein so krasser Themenwechsel, denn wenn ich meine tägliche Prüfung auf mich genommen habe, ja, wenn ich sage, unser tägliches Brot ist eben auch unsere tägliche Prüfung, dann kann es halt auch sein, dass ich durchgefallen bin, und dann darf ich auch täglich um Vergebung bitten. Täglich. In der Bibel Jesu gibt es ganz viele Menschen, die Vergebung empfangen haben.
Und ein cooles Beispiel ist König David aus Psalm 32. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Ich habe mal ein Bild dabei, das diesen Psalmvers darstellt, und lasse euch das einfach mal ein Momentchen angucken, bevor ich weiterrede. Das Bild ist von Marc Chagall, ist tatsächlich zu diesem Psalmvers geschaffen worden. Psalm 32, Vers 1. Es zeigt ein Liebespaar und ich finde, die sehen total glücklich aus. Ja? Denen geht's gut und sie stehen im Licht. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben und dessen Schuld bedeckt ist. König David ist erkennbar an der Krone und die Frau im Bild ist die Bathseba. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, das ist zunächst eine ziemlich bösartige Sündengeschichte. Ja, der David hat sich die Bathseba geschnappt, die Frau eines anderen, Ehefrau eines anderen. Sie hatten Sex miteinander. Und um das Ganze zu vertuschen, lässt David dann ihren Mann umbringen. Und als David klar wird, was er getan hat, weil ihn ein Prophet konfrontiert, kehrt er um. Und das ist wichtig. Ja, also dieses Glück, von dem hier die Rede ist, dieses Glück der Vergebung, das gibt es halt nicht ohne Umkehr. Und Umkehr heißt hier, er bereut es und er würde es nicht wieder tun. Und dann vergibt ihm Gott. Und diese Vergebung, und das ist das, was ich im Bild einfach sehr schön finde, diese Vergebung ist vollkommen. Ja, die ist hundertprozentig, die ist total, die gilt komplett. Und David und Bathseba sind hier dargestellt einfach als ein glückliches Liebespaar, als ein glückliches Ehepaar. Die sind unbelastet. Da ist kein Schatten der Vergangenheit mehr drin. Den ist todo completi vergeben. So wie es ja heißt im Psalm, glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Die sind glücklich. Es ist alles gut. Es gibt nichts mehr zu verbergen. Sie sind im Licht. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der was angestellt hatte. Und der hat mir dann gesagt, Wolfram, ich würde das alles wieder so tun. Und das ist nicht das, wovon dieser Vers redet. Ja? Hier heißt es nicht, glücklich ist der, der alles richtig gemacht hat und alles wieder so tun würde. Sondern hier heißt es, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist. Und so beten wir weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wenn mir meine Schuld komplett vergeben ist, dann kann ich auch anderen ihre Schuld vergeben. Ich kann den anderen auch vergeben, was sie mir angetan haben. Und auch diese meine Vergebung, die darf genauso vollkommen sein. Ja, ich kann den Mitmenschen, der mir was angetan hat, kann ich genauso unbelastet davongehen lassen. Ja, ohne jeden Schatten, ohne dass ihm noch irgendwas nachhängt. Er darf glücklich sein. Ja, yeah, Halleluja. So, dazu noch aus der jüdischen Gebetstradition. Verzeih uns unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns unser Gott, denn wir haben gefrevelt. Denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst. Da steht jetzt nicht so super viel Neues drin, aber ich finde den Schluss, die letzte Zeile einfach super schön. Da heißt es, gelobt seist du Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst. Er verzeiht immer wieder. Ja, er zieht nicht die Augenbrauen hoch, ha, du schon wieder, sondern ich darf kommen, so oft ich halt kommen muss. Ja, und er verzeiht immer wieder. Nun beten wir weiter im Vater unser und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führ uns nicht in Versuchung. Und das ist ein Gebet, das erstmal ein bisschen schwerfällt, weil das so klingt, als ob Gott so ein Monster ist, das in Versuchung führt. Und dann sagt dir dein gesunder Menschenverstand, das kann irgendwie nicht sein. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Gott uns nicht absichtlich in Schwierigkeiten führt. Er tut das nicht.
Es hilft aber hier, sich klarzumachen, dass es unterschiedliche Arten von Versuchungen gibt. Es gibt nämlich diejenigen Versuchungen, die dich stärker machen, wenn du durchgehst. Und es gibt diejenigen Versuchungen, die kommen sozusagen direkt aus dem Abgrund, die sind dazu da, dich kaputt zu machen. Das ist die andere Art der Versuchung. Ja, und ich glaube, dass unser guter Vater im Himmel, dass er uns führt, wie einfach ein Vater seine Kinder führt und uns durchaus mal Dinge zutraut und uns in Herausforderungen reinführt und durchführt und einfach, um uns daran zu stärken, um uns reifen zu lassen. Das tut er. Und auf der anderen Seite gibt es die Versuchungen, die dazu da sind, uns umzubringen, uns zu töten, uns kaputt zu machen. Und denen sollten wir tunlichst aus dem Weg gehen. Also es gibt Kämpfe, die darf ich führen, da soll ich durchgehen. Und es gibt andere Kämpfe, denen gehe ich tunlichst aus dem Weg. Möge Gott uns helfen, diese beiden Dinge voneinander zu unterscheiden. Also das war jetzt mal der Versuch, möglichst einfach zu erklären, worum es da einfach geht. Und wenn wir jetzt in die Bibel Jesu schauen, dann wird es bildlich, da geht es nämlich um die Hände. Ja, man stellt sich vor, Gott hat Hände und wir sind in der Hand Gottes, aber die böse Versuchung hat auch Hände und man kann auch in den Händen der Versuchung sein. Und das macht einen Unterschied, in wessen Händen ich bin. Aus Psalm 31, in deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. In deiner Hand steht meine Zeit, entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger. Also der Beter legt sich voll Vertrauen in Gottes Hände und was hier passiert, ist im Grunde eine Lebensübergabe. Ja, das machst du normalerweise als junger Christ, wenn du Christ wirst, dass du sagst, Gott, leg dir mein Leben in deine Hände, ja, komm in mein Leben als Herr, regier hier. Ja, und ich kann das täglich erneuern. Und dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung, ist so ein Gebet. Ich lege mich in die Hand Gottes und nicht in die Hände der Versuchung. Ich entscheide mich, wo ich hin will. Und das Schöne ist, es gibt eine Antwort von Gott drauf. Ja, Gebete bleiben ja nicht unbeantwortet. Und man findet da auch eine Antwort durchaus in der Bibel. Zum Beispiel beim Propheten Jesaja heißt es, sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Wenn ich das lese und höre, denke ich natürlich an Jesus und an seine Hände am Kreuz. Ja, das ist die Liebe, mit der Gott mich eingezeichnet hat in seine Hände. Und das gilt, das ist fest. Ja, er geht dann nicht wieder davon zurück. Ja, das ist dauerhaft. Diese Zeichnung in Gottes Händen, das ist mehr als ein Tattoo. Es hält länger, es gilt und es gilt und es gilt. Und das mit den Händen klingt in der jüdischen Gebetstradition ganz ähnlich. Da heißt es ganz einfach, bring uns nicht in die Hände der Versuchung. Ich möchte jetzt natürlich gleich weiterbeten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und auch das findet sich in der Bibel Jesu, zum Beispiel im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, der dein Leben vom Verderben erlöst, dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt. Und die Juden beten das ganz ähnlich. Schau auf unser Elend, führ unseren Streit und erlöse uns rasch in vollkommener Erlösung um deines Namens willen. Denn du bist ein starker Erlöser. Gelobt seist du Ewiger, der Israel erlöst. Wenn ich das als Christ bete, dann weiß ich, ich bin bereits erlöst durch Jesus. Er hat bereits alles getan. Es ist nichts, was er noch tun müsste. Von daher ist immer die Frage, wieso beten wir überhaupt noch so? Wieso beten wir so, als ob Gott hier noch was tun müsste? Als ob das Erlösungswerk Jesu mit Kreuz und Auferstehung nicht bereits vollkommen wäre? Man kann sich das fürs ganze Vaterunser fragen. Beten wir da nicht um lauter Sachen, die wir eigentlich schon haben? Also zum einen ist mir wichtig, die Erlösung muss sichtbar werden. Ja, es nützt nichts, dass das irgendwie was Himmlisches ist, was so verborgen ist beim Vater im Himmel.
Ja, Jesus ist auferstanden, ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten Gottes und dort geschieht der Wille Gottes in Vollendung und nichts anderes mehr. Hier auf der Erde ist das ein bisschen anders. Ja, hier muss ich noch darum beten, dass das auch sichtbar wird, dass es sich durchsetzt. Also im Grunde bete ich, dass seine Erlösung sichtbar wird, erkennbar wird in meinem Leben, in meiner Seele, in meinem Körper, in meinem Leben, dass sich manchmal so schwer tut, all das anzunehmen. Und das Zweite ist, wir beten ja nicht, bitte erlöse mich von dem Bösen, sondern wir beten auch hier wieder das uns, und das ist Fürbitte. Im Grunde bete ich für meine ganze Stadt mit, für mein ganzes Land mit. Wenn dir das nicht so präsent ist, dann musst du einmal in Nürnberg durch den Hauptbahnhof durchlaufen, dann weißt du wieder, wie erlösungsbedürftig unsere Stadt tatsächlich ist. Ja, also wenn ich da durchlaufe, fange ich fast immer das Beten an. Das ist Fürbitte, erlöse uns von dem Bösen. Ja, oder auch gerne die jüdische Variante, erlöse uns rasch in vollkommener Erlösung. So, eigentlich nähern wir uns hier schon fast dem Ende des Vaterunsers. Es fehlt eigentlich nur der Abschluss. Eigentlich, denn die Juden vermissen im Vaterunser was, was ihnen da schmerzlich fehlt und wo sie eigentlich gar nicht vorstellen können, sowas zu beten, wenn dieses entscheidende Ding fehlt. Und das ist ein Gebet um Frieden. Das kommt dem Vaterunser nicht vor. Und das Interessante ist, den Katholiken geht es gerade genauso, die vermissen das da auch. Wer von euch war schon mal in der katholischen Messe? Darf sich gerne mal melden. Ja, das sind doch ziemlich viele. Ja, und für die übrigen ist das eine Bildungslücke, die kann man bei Gelegenheit einfach mal entfernen, indem man da mal hingeht. Ja, man muss auch nicht gleich katholisch werden, bloß weil man mal in der katholische Messe geht. Ja, und wenn du da hingehst und dann das Vaterunser mitbetest, irgendwann merkst du, ups, die fügen da was hinzu. Die schaffen es nicht, ein Vaterunser zu beten, ohne dem was hinzuzufügen. Und diese Hinzufügen hört auf den Namen Embolismus. Nein, das ist keine Krankheit. Ja, das ist einfach ein Einschub. Ja, und der enthält genau das, was die Juden auch vermissen, nämlich ein Friedensgebet. Und es klingt so: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Also ich finde es cool, ich kann das von Herzen mitbeten. Das ist übrigens sehr alt, ist entstanden bereits im 5. Jahrhundert nach Christus, und zwar unter dem Eindruck der Wirren der Völkerwanderung. Du musst dir vorstellen, die vorherrschende Weltmacht, die so für Ordnung da war, war damals das Römische Reich, und die waren am Zusammenbrechen. Und es brach das Chaos über Europa herein, ein Krieg nach dem anderen. In der Zeit konnten sich die Menschen nicht vorstellen zu beten, ohne auch um Frieden zu beten, um Frieden zu flehen, um Frieden zu schreien. Ungefähr vergleichbar dem, stell dir vor, die Vereinigten Staaten von Amerika würden zusammenbrechen. Uns käme dann erstmal eine Serie von Kriegen, bis sich das alles wieder ein bisschen gerüttelt hat, wer eigentlich das Sagen hat. In so einer Situation lernst du, um Frieden zu beten. Die Bibel Jesu kennt das Gebet um Frieden auch. Wir kennen den aaronitischen Segen. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und in den jüdischen Gebeten gibt es das ganz oft, zum Beispiel im 18-Bitten-Gebet. Lass es dir wohlgefällig sein, zu segnen dein Volk Israel zu jeder Zeit und Stunde mit deinem Frieden. Es gibt ja solche und solche Friedensgebete. Wir hatten es vorhin beim Thema Versuchung mit den Kämpfen. Es gibt Kämpfe, die du führen sollst, und es gibt Kämpfe, denen gehst du besser aus dem Weg. Und so ist es auch mit dem Frieden. Ja, wenn ich kämpfen soll, dann brauche ich nicht um Frieden beten, sondern muss ich kämpfen. Ja, und wenn ich kämpfen aus dem Weg gehen soll, dann ist es aber dran, um Frieden zu beten. Ja, möge der Heilige Geist uns die Fähigkeit geben, das zu unterscheiden. Ich bin in Deutschland aufgewachsen worden. Ich weiß im Grunde nicht, was es ist, Feinde zu haben. Ich hatte nie welche. Wir hatten hier immer Frieden, Gott sei Dank. Möge es so bleiben. Und das ist bei den Juden anders. Ja, denn die Juden wissen, was es heißt, Feinde zu haben.
Du musst dir vorstellen, ein Volk, das seit 3000 Jahren kaum mal auch nur ein paar Jahrzehnte hatte, wo sie Frieden hatten. Die hatten fast immer in ihrer Geschichte, egal wann und wo sie waren, hatten sie Feinde. In der Regel Todfeinde, die danach getrachtet haben, die Juden umzubringen. Ja, wenn die um Frieden beten, dann ist da was dahinter. Und das ist jetzt auch super aktuell. Es fliegen immer noch regelmäßig Raketen aus Gaza und aus dem Libanon auf Israel. Ja, das ist also kein weichliches dem Kampf aus dem Weg gehen, sondern das ist ein Gebet um Frieden angesichts der Lebensgefahr. Das ist das, was die Juden im Vaterunser vermissen. Und das ist angesichts der Völkerwanderung auch das, was die Katholiken ins Vaterunser eingebaut haben. Ja, also wir wissen ja nicht so genau, was auf uns noch zukommt. Vielleicht gibt es irgendwann die Zeit, wo wir lernen, um Frieden zu beten. So, zum Abschluss des Vaterunsers, der Lobpreis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir loben den, der es super wert ist, gelobt zu werden, der es wert ist, angebetet zu werden. Manche sagen, das gehört gar nicht rein ins Vaterunser, denn in den ältesten Handschriften des Matthäusevangeliums fehlt das und in der Lukas-Version des Vaterunsers fehlt es komplett. Ist mir im Grunde egal, denn wir gucken einfach in die Bibel Jesu. Die ist viel älter. Aus dem ersten Buch der Chronik gibt es ein schönes Gebet von David. Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten. Herr, Gott unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Also was wir hier beten im Vater Unser ist eine Kurzversion dieses Lobpreises von König David. Jesus hat es ganz bestimmt gekannt. Er wird es ganz bestimmt gebetet haben als Gebet seines Stammvaters David. Von daher gehört es auch rein ins Vater Unser. Das Vater Unser endet mit einem wunderbar durch und durch jüdischen Lobpreis. Und wir Christen dürfen das beten mit Jesus. Vielleicht fragst du dich, warum soll ich überhaupt das Vaterunser beten? So ein altes, traditionelles Gebet, vorgefertigt in Worten eines anderen. Geht es nicht ein bisschen neuer? Meine Antwort ist Resilienz, also auf Deutsch Widerstandsfähigkeit. Das Vaterunser ist 2000 Jahre alt. Christen haben das in allen Lebenssituationen immer wieder gebetet. Und es funktioniert auch dann noch, wenn du selber keine Worte mehr hast, wenn du zu deinem Gott kommen willst und dir fällt schier nichts mehr ein. Ja, dann ist das Vaterunser immer noch da. Du kannst das beten. Und du betest es nicht allein, sondern du betest es im Namen Jesu. Du betest es mit Jesus und deswegen darfst du so sicher sein, der Vater hört dich und er hört dich. Ja, Jesus ist der Vorbeter und wir sind so die Mitbeter, die Co-Beter. Wie oft soll man denn das beten? Es gibt eine frühchristliche Schrift, die hört auf den Namen Didache und die kennt das Vaterunser auch, ist einige Jahrzehnte nach dem Matthäus-Evangelium geschrieben worden und die sagt, dreimal täglich sollt ihr das beten. Also das musst du nicht machen, ja, das ist kein Gesetz, aber es ist ja so eine gewisse Mindestdisziplin, das kann man sich schon mal aneignen, da ist eigentlich echt nichts dabei. Ja, und wenn das gut läuft, dann kommst du über das Vaterunser-Beten dahin, dass du deine eigenen Gebete damit einbaust und damit dranhängst. Ja, so wie die Katholiken ihre Gebete da reinhängen, so kannst du das auch machen und schon bist du mitten im sehr, sehr persönlichen Beten. In der Pandemie haben wir gelernt, wie das mit dem Händewaschen geht. Richtig Händewaschen dauert 30 Sekunden. Genauso lang dauert es, ein Vaterunser zu beten. Also vielleicht hilft es zu sagen, jedes Mal beim Händewaschen. Ich war mal vor einiger Zeit in der Kneipe und habe dann da auch irgendwann mal Händewaschen müssen. Und habe gedacht, okay, jetzt mache ich das mal richtig 30 Sekunden lang. Und habe dabei gebetet. Und hinter mir standen zwei, die haben ein bisschen gedrängelt, denen ging das irgendwie zu lang.
Und dann habe ich mein Herz gefasst und habe denen gesagt, 30 Sekunden soll man Hände waschen. Es reicht gerade, um ein Vaterunser zu beten. Und da hat es die ganz gerissen und dann kam raus, es waren zwei Orthodoxe, denen das Vaterunser sehr, sehr wertvoll ist und die fanden es einfach super cool, dass ich das gesagt habe. So, ich habe noch eine kleine Zusammenfassung dessen dabei, was ich jetzt hier gesagt habe. Ich lasse euch damit jetzt einfach mal ein paar Minuten allein nochmal drüber nachdenken, das nochmal setzen lassen und auch mal persönlich ins Gebet gehen. Und dann übernimmt wieder Andreas.